Die USA und vor allem New York sind jetzt das Epizentrum des Coronavirus. Und der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, hat in der Nacht auf den heutigen Donnerstag den, wie ich finde, sehr bedenkenswerten Satz gesagt: Die Welt, die wir kannten, ist verloren. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dem, was gewesen ist und dem, was wahrscheinlich folgen wird. Wir hatten und haben jetzt eine Rallye an der Wall Street. Die Gründe werde ich gleich zeigen. Jedenfalls, um da in diesem Bild von Cuomo zu bleiben, ist das so, dass die Aktienmärkte jetzt nochmal die alte Welt feiern und meinen, dass diese Gesetze der alten Welt, nämlich, dass die Notenbanken alles im Griff haben, nach wie vor gelten. Sie werden früher oder später merken, dass das nicht mehr gilt, dass das Coronavirus eben ein Stück weit eine sehr neue Welt geschaffen hat, in der die Gesetze der alten Welt nicht mehr so wirklich zum Tragen kommen. Dazu, wie gesagt, gleich mehr. Schauen wir uns das an, was wahrscheinlich heute in Sachen Konjunktur, in Sachen Coronavirus am wichtigsten war. Das sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gewesen. 3.283.000, unglaublich. Man war in den Schätzungen zwischen 1,2 und 4,2 Millionen ausgegangen, die alleine in der letzten Woche einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt haben. Also die Zahl kam eher am oberen Rand der Erwartungen. Und diese Zahl von 3,28 Millionen, die entspricht exakt oder ziemlich exakt 1% der gesamten Bevölkerung der USA. Damit ist noch nicht mal eingerechnet eben Kinder, nicht arbeitende Senioren, Rentner etc. Also 1% der Amerikaner haben sich in der letzten Woche praktisch arbeitssuchend gemeldet. Und die Credit Suisse macht einen interessanten Punkt hier, indem sie sagt, ja, das schaut euch mal die Zahlen an. Aus New York haben sich zum Beispiel nur jetzt 80 Leute gemeldet, aber New York ist das Epizentrum. Das heißt, da wird ein wahnsinniger Schwung noch kommen. Da ist der Lockdown ja gerade erst wirklich der Fall. Das heißt, dass wir wahrscheinlich in der nächsten Woche, in der übernächsten Woche, werden diese Zahlen weiter explodieren. Wir haben einen totalen Schaden, der kaum kalkulierbar ist, aber die Märkte sagen sich, egal, wir feiern heute nochmal eine Notenbankparty. Und Andrew Cuomo, da sehen Sie ihn mal, ist vielleicht die Figur, die jetzt mit am besten im politischen Spektrum ist, weil er den Leuten sehr klar die Wahrheit sagt, nichts verharmlost, aber gleichzeitig keine Panik schürt. Das ist sozusagen vielleicht der kommende Star jetzt der Politszene in den USA, weil er sich als wirklich guter Krisenmanager hier bewährt. Und wir sehen den anderen Mann, der in den USA sehr, sehr wichtig ist derzeit. Das ist Dr. Anthony Fauci, der im Prinzip neben Scott Gottlieb der Coronavirus-Zar ist. Er ist immer auch dabei bei den Pressekonferenzen, die die Trump-Administration in Sachen Coronavirus macht. Und Fauci sagt hier richtig, you don't make the timeline. Und er meint damit Donald Trump. Du machst nicht die Zeitleiste oder den Zeitpunkt, wann wir hier die Wirtschaft wieder aufsperren, sondern the virus makes the timeline. Es ist das Virus, das darüber entscheidet, wann wir hier wieder einigermaßen zur Normalität zurückkehren können. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der allerdings heute auch die Wall Street nicht so wahnsinnig interessiert. Die Amerikaner sind jetzt sozusagen der Hotspot dieser Epidemie, dieser Pandemie, wenn man so will. Wir sehen hier die verschiedenen Regionen. Wir sehen natürlich an der Westküste New York. Das ist sozusagen das große Zentrum. Wir sehen dann hier Washington State, die Gegend um Seattle herum, wo natürlich auch viele Asiaten sind. Aber wir haben überall im Grunde diese Nester, wie wir hier sehen. Das ist sozusagen wirklich ein breitflächiges Phänomen. Wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, dann sehen wir hier New York mit Abstand an der Spitze 33.000. Dann New Jersey ist ja auch in der Nähe von New York. Dann Kalifornien und eben Washington, nicht DC, sondern Washington State, also praktisch die Gegend um Seattle herum. Da ist also noch einiges Potenzial. Zumal, wenn wir uns mal hier jetzt den Worldometer anschauen, der Johns Hopkins Universität, dann sehen wir, dass China noch führt, was die Zahlen betrifft, auch wenn natürlich die Zweifel an den Zahlen Chinas durchaus berechtigt sind. Aber sei es drum, dann kommt schon Italien und dann kommen schon die USA. Und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir schon in ein, zwei Tagen wahrscheinlich die USA an Nummer 1 sehen werden. Italien an Nummer 2, China dann an Nummer 3. In Deutschland ist in dieser unschönen Statistik derzeit Nummer 5 hinter Spanien, aber noch vor dem Iran. Und im Iran ging es ja auch sehr, sehr hart zur Sache. Aber die Märkte, wie gesagt, die wollen an die alte Welt glauben. Da ist noch das Gesetz der Notenbanken, die Allmächtigen, die Götter der alten Welt, wie ein Jerome Powell. Und der hat sich heute in einem Podcast-Interview geäußert und gesagt, auf die Frage, gibt es denn irgendein Limit, eine Grenze für das, was ihr da an Liquidität in die Märkte pumpen könnt? Dann hat Powell gesagt,
Essentially, the answer to your question is no, es gibt kein Limit, es ist unlimitiert. Und dann sagte er noch, we are not going to run out of ammunition. Ammunition, that doesn't happen. Wir werden sozusagen unsere Munition gar nicht ausschöpfen können. Wir haben so viel. Das Problem ist nur, Liquidität hilft nicht gegen ein Virus, hilft nicht gegen den totalen Kollaps der Wirtschaft. Man kann die Leute alimentieren. Man kann den Notenbanksozialismus einführen, indem man den Leuten Geld bezahlt. Aber das wird nicht lange reichen. Schauen wir uns vielleicht mal jetzt an, in welcher Situation jetzt vor allem die USA sind. Ich hatte heute Morgen getitelt Abstieg der Weltmacht der USA. Und hier sehen wir jetzt die Verschuldung in den USA im Vergleich zum BIP. Und wir sehen ja jetzt eine durchaus große Krise, die wahrscheinlich größer ist als die Finanzkrise. Wir haben da Taper Tantrum gehabt, wir haben die Dotcom-Blase gehabt. Da war die Verschuldung zum BIP bei den Unternehmen schon sehr, sehr hoch. Und jetzt ist sie sehr, sehr weiter gestiegen. Und gleichzeitig ist da noch relativ wenig nach unten passiert. Das heißt, diese Verschuldungsorgie, die wird an ihr Ende kommen. Und da sind wir erst ganz am Anfang. Deswegen ist, warum ich auch für die Aktienmärkte nicht so furchtbar optimistisch bin, im Mindesten mittelfristig. Wir können später dann, wenn diese Geschichte so einigermaßen ausgestanden ist und wir dann diese Liquiditätstsunamis sehen, vielleicht sogar neue Allzeithochs sehen in den USA und andernorts, aber eben nach meiner Auffassung nicht so schnell. Und das liegt unter anderem daran, dass eine immense Menge an Triple B Corporate Debt hier draußen ist, in den USA vor allem. Triple B ist die letzte Stufe Investment Grade, das heißt, da können Profi-Investoren noch investieren, sobald eine Abstufung erfolgt, wie gestern etwa dem Konzern Ford, kann man als Profi-Investor in diese Papiere, in diese Unternehmensanleihen nicht mehr investieren. Und wir sehen, es sind 3 Billionen Dollar, die sozusagen in diesen Triple-B-Anleihen auf dem Markt sind. Und die Abstufungen haben schon begonnen, Stichwort Ford. Schauen wir uns an, was die EZB macht. Die hat ziemlich klamm und heimlich, das hat kaum einer gemerkt, die Anleihekauflimits aufgehoben. Man darf ja als EZB, so war es bisher, durch den Kapitalschlüssel nur 33% einer Anleiheemission eines Landes kaufen. Wenn also Deutschland zum Beispiel eine 10-jährige Staatsanleihe emittiert, dann darf die EZB nur 33% kaufen. Diese Regel hat man jetzt mal über Nacht kassiert, damit man unlimitiert kaufen kann. Also wir machen im Prinzip dasselbe, da sind wir nicht viel besser als die Amerikaner. Wohin kann jetzt die Rally gehen? Wie weit kann es noch nach oben gehen? Ich hatte diesen Chart von Lance Roberts ja schon öfter gezeigt über das Retracement, 38,2er Retracements vom Hoch, das wir gesehen hatten, bei knapp 3.400 Punkten runter auf ja in den 2000er Bereich im Grunde. Und da ist eben das Retracement so im Bereich 2600 und ein paar zerquetschten. Das heißt, da hätten wir noch ein bisschen Luft. Das ist ja sozusagen eine normale technische Reaktion, die jetzt begründet wird mit dem Glauben an die alten Götter, die aber schon machtlos sind. Und vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass es da jemand gab, der ziemlich viel Panik geschürt hat in den Medien, nämlich der Hedgefund-Milliardär Bill Ackman, der damals schon beim Platzen der Immobilienblase sehr viele Milliarden gewonnen hat. Der hatte sich in einem Fernsehinterview hingestellt und hat gesagt, ich erwarte die Hölle, es wird alles ganz, ganz schlimm. Und wie wir jetzt wissen, war er dick mit Short-Positionen versehen. Das heißt, er hat davon persönlich profitiert, indem er Panik geschürt hat. Und die Opfer, die eigentlichen Opfer, das ist die arbeitende Bevölkerung, das ist die Ungleichheit in der Bevölkerung der USA, eben diese Leute, die zum Beispiel dieser ganzen Gastrobereich sind, die sogenannte Gig Economy, wie die Amerikaner sagen, also diese Event Economy, wo es um Auftritte geht, um Vergnügung geht etc., das sind diejenigen, die jetzt als erstes in den sauren Apfel beißen und nicht ein Bill Ackman, der durch seine Short-Positionen wahrscheinlich noch sehr, sehr viel Geld gewonnen hat. Schauen wir uns mal die Dinge an in den Charts, was hier zu erwähnen ist, was hier zu sehen ist. Wir starten mit dem Dow Jones mal, der sich heute am besten hält, gestern auch schon gut performt hat, da sind wir bei 22.042 Punkten. Schauen wir uns den DAX mal an, da stehen wir nach wie vor unter der 10.000er Marke, aber immerhin 9.900 Punkte. Was macht Euro-Dollar? Den wollen wir uns mal anschauen. Bei 1,1025 ist also weiter gestiegen. Klar, wenn die Rallye der Fall ist, wenn diese Enthebelungsprozesse vorerst mal, und ich betone vorerst mal, zum Stillstand kommen, sie sind noch lange nicht vorbei. Das haben wir in dieser Grafik gesehen, wie viel Luft da noch nach unten ist. Wenn man sich mal anschaut, die Verschuldung in Relation zum BIP, dann ist da noch einiges zu holen sozusagen. Und wir sehen, Gold bei 1.649 kann auch wieder steigen. Auch hier
derzeit aktuell eben nicht der Druck, sich zu enthebeln. Aber wir sehen, dass Öl nicht wirklich mitkommt bei $23,62, was das amerikanische WTI betrifft. Also, das ist die Situation. Die Märkte heute gerettet durch Jerome Powell. Auch Aussagen von Mnuchin, ja, diese Zahl von 3,28 Millionen Erstanträgen, die ist gar nicht wichtig, wir kriegen das ja alles in den Griff. Nächste Woche aber kriegen wir nochmal Erstanträge und die werden sicherlich nicht besser werden. Und übernächste Woche kriegen wir nochmal Erstanträge und dann kriegen wir sozusagen eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Die beginnen ja jetzt erst, weil die Amerikaner, weil die USA jetzt das Epizentrum des Coronavirus sind und weil eben die Amerikaner schon immer das Zentrum der weltweiten Finanzmärkte sind. Und diese Kombination, die halte ich für giftig. Deswegen würde ich dieser Rallye heute misstrauen wollen, wie ich auch den alten Göttern schon sehr früh immer misstraut habe und gedacht habe, irgendwas stimmt mit diesen Göttern nicht. Und ich glaube, wir sehen durch das Coronavirus, dass etwas mit den Göttern nicht stimmt. Und damit einen herzlichen Gruß an Sie und einen wunderbaren Feierabend. Ich sage Servus und Ciao.